Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch ein indisches Märchen vor. Eisenfressende Mäuse. In einer Stadt lebte ein verarmter Kaufmannssohn, der gab einem Freunde eine aus 1000 Pfund Eisen bestehende Waage zur Aufbewahrung und zog in die Fremde, um Geld zu verdienen. Weil er aber kein Glück hatte, so gelang es ihm nicht, etwas zu verdienen, und er kehrte heim, wie er gegangen war. Als sein Freund um die ihm zur Verwahrung gegebene Waage bat, sagte dieser, denn er war ein habgieriger Mann, »Die haben die Mäuse gefressen«, da dachte der andere. »Das ist doch etwas ganz Neues. Doch ich weiß schon, was da hilft.« Er tat also, als ob er seinem Freund geglaubt hätte, und entfernte sich, indem er das Söhnchen seines Freundes bat, ihm Öl und anderes zu tragen, weil er sich salben und baden wolle. Nachdem er sich gebadet hatte, verbarg er seines Freundes Sohn irgendwo und kam zum Vater zurück. Dieser fragte ihn, »Wo ist denn der Junge?« Er antwortete, »Den hat ein Falke geraubt.« Als der Vater das hörte, war er bestürzt über das Verschwinden des Kindes, ging nach dem Gericht und flehte die Richter an, »Schützt mich, schützt mich! Dieser Bösewicht hat mir meinen Sohn entführt!« Die Richter fragten den Beschuldigten und dieser sagte, »Ein Falke hat ihn geraubt.« Die Richter sagten, »Was soll das heißen?« »Das gibt's doch in aller Welt nicht!« Der Kaufmann entgegnete, »Das ist doch kein Wunder! Haben nicht die Mäuse meine Waage gefressen, die aus 1000 Pfund Eisen bestand?« Als die Richter das hörten, ließen sie sich diese Geschichte erzählen und sagten dann zu dem Kläger, »Gib dem Manne seine Waage zurück, dann wird er auch dir deinen Jungen wiedergeben und beide taten, was ihnen geheißen.« So, das war eine indische Geschichte und nun sagen wir Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.